Hallo und willkommen in diesem Video. In diesem Video geht es weiter bei der Insel Spetses. Im Moment sind wir bei der Insel Dokos, da ist auch total schön. Aber bei Spetses hat es uns auch sehr gut gefallen und da geht es jetzt eben weiter. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. So, wir verlassen die Bucht Zogeria, die Bucht der Reichen und Schönen. So haben wir es zumindest empfunden, mit diesen vielen Megajachten, die hier reinkommen, vor allem jetzt am Sonntag. Ich habe trotzdem eine sehr schöne Bucht. Wir lassen uns jetzt von der Genua nach Porto Heli rüberziehen. Wir müssen nämlich wieder einkaufen. Der Kühlschrank ist total leer, kein Gemüse, nichts mehr da. Abfall entsorgen. Und Abfall haben wir auch, den müssen wir auch loswerden. Ja, und das ist da drüben immer ganz praktisch. Wir nutzen heute den Nordwind, um zur Insel Spetses rüber zum Segeln von Porto Heli. In Porto Heli haben wir nochmal schön eingekauft, Kühlschrank ist wieder voll, Gemüse und alles ist da zum Kochen. Und wir möchten heute um die Ostseite von Spetses rum und da sind ein paar Buchten, die sind nach Norden gut geschützt. Und da möchten wir nachher hingehen, die gucken wir uns heute mal an. Und mit dem Windsegeln ist immer sehr angenehm, wenn er von hinten kommt. Sehr genehm. Ja, der Ort Spetses sieht sehr hübsch aus, wenn man hier vorbeifährt. Ja, die Wassertaxis flitzen hier immer hin und her. Zwischen Spetses und da drüben einer Bucht. Die sind ganz schön flott unterwegs. Wir holen unser Segel ein, unser Vorsegel. Geht bei uns alles elektrisch, das ist schön. Nur Knöpfchen drücken. Prima, und schon erledigt. Ja, das ist die besagte Bucht, in die wir wollen. So eine Doppelbucht. Da drüben könnte man auch noch ankern. Aber da liegt nur ein Boot drin, da gehen wir jetzt noch dazu. Ein Tüchlein. Heute gibt es seit langem mal wieder Pfannkuchen, gell? Schinken, Käse. Ja. Pfeffer, ein bisschen Gewürze. Die essen wir immer echt gern. Meinen habe ich schon fast weggeputzt. Ja, so sieht Ekati Point von Land aus. Ekati Point an der Ostseite von der Insel Spetses. Eine sehr schöne Bucht, bin vorhin auch schon geschnorchelt. Super schön. Jetzt müssen wir noch den Wind drehen. Wie gemeldet? Wie gemeldet, von da kommt. Und nicht auf einmal von da. Nicht in die Bucht reinsteht, aber es ist nur ganz wenig Wind. Ja, ja, das fetzt ganz schön noch. Und wir bummeln nämlich jetzt mal ins Städtchen rein. Es ist nicht ganz so weit von hier zu laufen. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wie weit. Und dann gucken wir uns jetzt die Stadt oder das Städtchen Spetses an. Ja, das war jetzt wirklich nur ein Katzensprung. Jetzt sind wir schon am Hafen. Und das ist der alte Hafen. Ah, da ist eine Mülltonne, das ist gut. Dann sind wir den auch schon los. Oh, ganz viele Fischerboote, ja voll süß. Ja, und hier liegt gerade so ein Taxiboot an, die wo wir immer flitzen sehen. Aha.
habe schon die nächsten Gäste an Bord. Brot vergessen im Supermarkt heute. Wir haben noch eine Bäckerei gefunden. Wir haben doch Brot gehabt, allerdings nur von gestern. Aber schon ganz weich. Das haben wir aber geschenkt bekommen. Schon nett. Ach, sehr freundlich, oder? Wir haben gerade ganz eine schöne Stimmung hier mit dem Vollmond. Wir fahren jetzt zurück zum Boot und vielleicht kann man es auch erkennen, da blinkt was. Das ist Andis neueste Errungenschaft. Schon ganz glücklich übers Blinklicht, übers neue Blinklicht. Mein solarbetriebenes Blinklicht vorne am Mast. Jetzt ist es dann gleich soweit. Ich muss abtrocknen, es hilft, ich spült. Ja, heute hat sich einiges angesammelt, beziehungsweise gestern. Der einzige Luxus, der einem manchmal abgeht, so eine Spülmaschine. Ja, jetzt verlassen wir hier die hübsche Bucht Ekati Point. Jetzt soll es wieder weitergehen. Machen wir mal einen Anker rauf. Ja, hier in Ekati Point waren wir jetzt 2 Nächte, es waren 2 sehr ruhige Nächte.
Uns hat die Bucht sehr gut gefallen, bei nördlichen Winden super geschützt. Und heute geht's nach Ermioni. Wir haben Halbwindkurs, was sehr angenehm ist. Gegen Nachmittag soll der Wind dann mehr auf Norden drehen, dann hätten wir mehr Gegenwind. Also schauen wir, dass wir jetzt da hochkommen. Andi sagt allerdings, der Wind lässt gerade nach und ich merke es auch. Da vorne sieht das Wasser auch etwas glatter aus. Mal schauen, wie weit wir segeln können. Und hier nochmal ein Blick zurück auf die Insel Spetses. Hat uns sehr gut gefallen dort. Auch der Ort ist sehr schön. Ja, wie sich vorhin schon angekündigt hat, der Wind ist weg. Das Groß haben wir als Stützsegel stehen lassen. Da fahren wir jetzt durch zwischen dem Festland, der Insel Dokos und da hinten sieht man noch Hydra. Da geht's heute hin, nach Ermioni. Unser nächster Ankerplatz. Ja, hier bei Ermioni kommen ganz schöne Böen an. Wir haben jetzt das Ankergewicht noch drin, um ja, da einfach ein bisschen mehr Gewicht an der Kette zu haben. Und haben den Anker gut eingegraben. Der sollte auch gut halten, weil wir morgen mit der Fähre nach Hydra fahren wollen. Und dann ist es schon wichtig, wenn das Boot alleine ist, dass da alles gut hält. So, jetzt sind wir mal rübergefahren nach Ermioni. Und jetzt gucken wir mal hier morgen wegen der Fähre nach Hydra. Ich habe auch schon im Internet geschaut. Hier müsste die Anlegestelle der Fähre sein, die nach Hydra geht. Die lag vorhin noch hier, genau. Dreimal am Tag geht sie, gell? Ich glaube sogar viermal. Zehn, zwölf. Es ist auf jeden Fall schon wieder weg. Wir fahren morgen um 10 mal rüber nach Hydra und kommen um 3 dann zurück. Und da drüben liegen die Boote und die Orison. Da kann man auch noch ankern. Habe ich allerdings gelesen, da ist irgendwann mal eine antike Mole abgesunken und die liegt da unten noch irgendwie, ich weiß nicht. Hat der Radspieler in seinem Turnführer nicht empfohlen, diese Seite, deshalb ankern wir da drüben. Jetzt ist es auch ganz ruhig geworden. Schauen wir mal, wie die Nacht wird. Schon mal spannend. Wir laufen gerade hier mal auf die Landzunge vor. Da kann man nämlich schön in die Bucht von Ermioni schauen und in den Golf von Hydra. Hier ist eine Mole, hier kann man anlegen. Verrückt, ganz viele Tavernen und richtig Partystimmung hier. Wow. Aha. Da liegen ganz viele Boote. Ja, Wahnsinn. Das ist die Yacht Week hier. Ja. Hier geht was. Harmonisch doch nicht so schlafen, wie wir es gedacht haben. Auf der anderen Seite. Ja, auf der Rückseite ist voll die Party. Und die Yacht Week. Ja, da geht voll der Punk ab. Wow.
Wow. Da geht mal richtig der Punk ab. Ja, das muss man auch mögen. Also wenn man es in Hermione nicht so gemütlich haben will und nicht so beschaulich, dann geht man auf diese Seite hier, da steppt der Bär. Ja, das Video endet jetzt in Hermione. Morgen werden wir uns Hydra anschauen, da fahren wir mit der Fähre rüber, nicht mit dem eigenen Boot, und später dann beim Ablegen in Hermione. Das ist echt was total Bescheuertes passiert, was total Blödes. Aber das gibt es alles im nächsten Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, einen netten Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.